Servus miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir diesmal Kerbal Space Program. Jo, ich habe schon mal ein paar Folgen aufgenommen, aber diese dann instant wieder gelöscht, aus dem einfachen Grund, weil ich inhaltlich mit dem Gezeigten unzufrieden war. Zum Beispiel habe ich 3 Folgen lang das SAS gesucht, beziehungsweise nicht eingeschaltet, was ich halt relativ mies ausgewirkt hat. Aber gut, starten wir jetzt nochmal in das Spiel, denn ich möchte dem Ganzen doch nochmal eine Chance geben. Wir gehen hier mal auf neues Spiel und nennen das Ganze LP1. Also falls... Moment. LPS1. Ja, ein LP1 habe ich schon, nicht dass er jetzt gleich meckert. Wir spielen eine Karriere von normalen Schwierigkeitsgrad. Das sollte für mich soweit reichen, nach meinen ersten Testversuchen. Mal gucken, wie lange es dauern wird, bis ich hier diverse Probleme bekomme. Wir müssen ja noch eine Flagge auswählen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal Kerbin. Weil die Auswahl ist zwar riesig, aber die Hälfte davon gefällt mir mal gar nicht. Ich würde sogar sagen, 99% davon gefallen mir nicht. Höchstwahrscheinlich kann man auch eine eigene Flagge einbinden, aber... Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und dann starten wir einfach mal das Spiel. So, und da sind wir schon mal auf unserem Gelände. Und wir werden auch direkt begrüßt. Willkommen im Raumfahrtzentrum. Schön, dich zu treffen. Ich bin Gene Kerman, leitender Flugdirektor und ein Helferlein für die ersten kleinen Tipps zum Start. Das hier ist das Raumfahrtzentrum. Von hier aus kannst du alle Aspekte deines Weltraumprogramms leiten. Schau dich einmal um. Um die Kamera zu schwenken, halte die rechte Maustaste gedrückt. Jo, das ist schon mal schön. Da vorne haben wir schon mal unsere Startrampe. Hier haben wir ein Observatorium, ein Raketenhangar, Missionsgebäude. Ja, danke, ich hab's. Naja, schauen wir uns jetzt mal diese ganzen Tabs hier nach der Reihe an. Wie das Verwaltungsgebäude. Da können wir diverse Gerätschaften engagieren, wollte ich schon sagen, aber nein. Hier haben wir unseren Finanzmanager. Der kann für mich hier irgendwelche... Ja, blöd, dass man Deutschpatch installiert hat. Und dann ist trotzdem die Hälfte noch auf Englisch. Naja, eine Finanzierungskampagne kann er mir hier arrangieren, Patente lizenzieren. Etc. pp. Dann haben wir noch unseren Wissenschaftler. Dann haben wir noch den Walt Kerman, unseren Öffentlichkeitsmanager. Und dann haben wir noch einen Gus Kerman, der kümmert sich hier für die Operation etc. pp. Aber das interessiert mich jetzt momentan nicht, denn wir sind ja natürlich alle scharf darauf, unsere erste Rakete zu bauen. Hier haben wir eine Auswahl von unseren Astronauten, Ingenieuren und Wissenschaftlern. Und hier können wir natürlich noch nachrekrutieren. Das ist doch schon mal schön. Aber ich glaube, die paar Leute reichen uns für den Anfang. Da können wir nochmal unsere Fahne ändern. Da ist die Startrampe. Wir haben kein Vehikel, also bringt es uns auch nichts. Hier Missionsgebäude. Können wir durchaus ein paar Missionen annehmen. Gessers Scientific Data from Kerbin. Ja, ich glaube, das könnte man schaffen. Unser erstes Schiff könnte man starten. Das können wir schon mal machen. Wir haben hier eine Deadline von 4 Tagen, bis das Angebot ausläuft. Der Atmosphäre entkommen. Kerbin orbiten wird uns so schnell auch nicht gelingen. Nun gut, dafür müssen wir einfach nur ein paar Forschungsergebnisse sammeln. Sollte man schaffen. Hier haben wir unsere aktiven Missionen. Archiviert sind noch keine, da wir noch keine abgeschlossen haben. Und ja, weiter. Forschung und Entwicklung, das ist natürlich das A und O. Da können wir leider noch nichts machen, da wir keine Forschungspunkte haben. Spielt aber auch keine große Rolle. Denn für unser erstes Raumschiff, für unsere erste Rakete brauchen wir sowas nicht. Da haben wir hier die Startbahn, da können wir leider auch noch nicht hin. Flugzeughangar, Observatorium. Alles klar, von hier aus können wir alles sehen.
wie zum Beispiel Kerbin. Was haben wir denn da drüben? Moon, also so gesehen den Mond von Kerbin. Naja, interessant. Das wird später höchstwahrscheinlich sehr nützlich werden. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um unsere erste Rakete. Also gehen wir mal in den Raketenhangar. Sehr gut. Hallo. Ja, der erzählt mir jetzt irgendwas Interessantes über Raketen. Die erste Rakete sollten wir auch so schaffen. Dafür brauchen wir erstmal eine Kommandokapsel, da wo unser Kerbinaut reinkommt. Treibstofftanks haben wir nicht. Dafür haben wir hier den RT-5 Flyer Solid Fuel Booster. Gut, können wir da sonst noch was dran basteln? Eine Struktur brauchen wir momentan nicht. Ein Coupling. System Payload haben wir auch nichts. Ground. Wir haben auf jeden Fall Hyphen. Die könnten wir benutzen. Nutzen wir dafür erstmal das Symmetriesystem. Damit wir die einigermaßen symmetrisch anbringen können. Ist das schon mal schön? Ground Thermal haben wir auch noch nicht. Communications haben wir erst recht nicht. Natürlich haben wir hier noch hier unter Wissenschaft den Mystery Goo. Damit können wir Forschungspunkte sammeln. Und ich würde mal behaupten, dass einer ausreichend sein sollte. Der Symmetrie halber würde ich schon sagen, dass wir mehrere davon hinsetzen, aber das wird dann halt auch alles ein bisschen teuer und wir müssten halt anfangs ein bisschen Geld sparen. Und dann haben wir noch nützliche Gegenstände wie diesen Fallschirm. Sehr gut. Und damit wäre unsere erste Raumkapsel einsatzbereit. Ich würde mal sagen, wir nennen sie einfach mal K1 für Kerbel 1 und speichern das Ganze mal ab. Gut, hier könnten wir noch die Stufen abändern, aber ohne einen Decoupler bringt es uns nichts. Würde es vielleicht was bringen, den Fallschirm weiter nach oben zu tun, nicht, dass wir den zuerst zünden und dann starten. Naja, wie dem auch sei, wir gehen jetzt erst einmal zur Startrampe und testen K1. Und da steht K1 bereit zum Takeoff. Hier oben haben wir nichts, wie uns da ordentlich gezeigt wird. Ah, und Jebediah ist auch schon da. Er freut sich auf seinen ersten Flug. Er hat uns sogar hier eine Facecam spendiert. Ja, da sehen wir unseren Spritvorrat und unsere elektrische Leistung. Da haben wir unsere Verträge. Das könnte man aktiviert lassen, damit man sofort sieht, was man alles geschafft hat. Unser Kontostand, Forschungspunkte etc. pp. Aber ich würde mal sagen, halten wir uns nicht länger auf und starten unser erstes Flugobjekt. Ich würde mal sagen, in T-10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready for takeoff. SS. Jetzt beinahe wieder vergessen. Oh, guck mal. Oh, oh. Ja. Da haben wir jetzt natürlich Probleme. Was hätten wir hier machen sollen? Oh. Ja, das war natürlich problematisch, weil ich SAS nicht aktiviert hatte. Der Fallschirm hat sich aus Versehen zuerst geöffnet. Das Problem hatte ich auch schon mal. Natürlich können wir hier mit unserem Mystery Goo erstmal Daten sammeln. Auch ein Moment. Rechtsklick. Hier einen Crew-Report anfertigen lassen. Können wir den senden? Nein, können wir nicht. Behalten wir den mal. Ja. Ich frage mich, was ich da machen kann, damit sich der Fallschirm nicht wieder sofort öffnet. Naja. Jebediah wird es überleben. Das ist doch schon mal das Wichtigste. Wir sind 600 Meter hochgekommen. Naja, vielleicht ein bisschen höher, weil wir fallen ja schon eine Zeit lang. Wir können das Ganze hier mit Warp ein bisschen beschleunigen. Damit wir doch nicht so lange warten müssen, bis Jebediah hier gelandet ist. Und er sammelt uns ein paar Forschungspunkte. 6 Stück hat er bis jetzt gesammelt. Und K1 hat es geschafft. Mach mal langsamer hier. So, natürlich können wir mit ihm auch hier aussteigen. Und dann klettert er hier auf seinem
K1 rum und ja. Und wenn er nichts Besseres zu tun hat, dann könnte er sogar in die nächste Kneipe marschieren. Moment, lass dich mal von vorne angucken, Chebedaya. Ja, das war schon mal ein halbwegs brauchbarer Flug. Und ich glaube, ich muss erwähnen, dass das hier ein Anfänger-Let's Play ist. Aus diesen Gründen könnt ihr an sich keine Höhenflüge erwarten, die ihr höchstwahrscheinlich von erfahreneren Spielern kennt. Denn wie heißt es so schön? Mühsam nähert sich der Chebedaya. Oder in dem Fall der Joey. Mal gucken, wie das hier so weitergeht. Aber naja, beenden wir mal den Quatsch hier und recovern mal unser Wessel. Dadurch sollten wir dann ein paar weitere Punkte reinbekommen. Und wir haben 11 Forschungspunkte gesammelt. Und Chebedaya hat auch einfach ein XP gesammelt. Das ist doch schön. So, unsere 11 Forschungspunkte, die könnte man natürlich sofort in der Forschung und Entwicklung ausgeben. Für Basisraketen und Engineering kostet beides jeweils 5. Da bekommen wir sogar einen Decoupler. Genau, neue Triebwerke. Ein kleiner Fuel Tank. Erforschen wir einfach mal alles. Wir haben ja die Forschungspunkte dazu. Als nächstes kommen die General Rocketry. Da bekommen wir einen etwas größeren Fuel Tank. Ein Thumper Booster mit Festbrennstoff. Und ein LVT-300 Railyard Liquid Fuel Engine. Natürlich können wir dann auch noch für die Stabilität was machen, wie zum Beispiel diese Nase hier, andere Hyphen und ein Radialdekappler. Das kostet allerdings 18 Forschungspunkte. Oder für die Überlebensfähigkeit ein Hitzeschild, was ja auch sehr wichtig ist. Ein Barometer. Ein Radiatorpanel klein. Ein Landefuß, ein Parachute, also ein Fallschirm, nochmal ein Fallschirm und eine Service Bay, also eine Wartungseinrichtung. Aber gut, das wäre soweit geschafft. Gucken wir mal, was da sonst noch für Aufträge reingekommen sind. Dafür hat das leider noch nicht gereicht. Naja, das wird schon noch. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Ah, das läuft nie aus. Aber wir können jetzt einen weiteren Auftrag dazu nehmen. 18.500 Meter nach Jeans Crack. Nö. Nö, das sind alles so Reisemissionen, die schaffen wir nicht. Test MK-16 Parachut. Im Flug über Kerbin. Solid Fuel Booster. Testen wir erstmal den Parachut. Vielleicht können wir den ja behalten. Oder ist es unser Standardgerät? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob wir neue Parachutes haben. Achso, das ist der hier, den wir testen müssen. Da können wir quasi unser aktuelles Gerät so behalten. Gehen wir nochmal ins Missionsgebäude. Na komm, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ja, ich kann nur maximal 2 Aufträge gleichzeitig haben. Das finde ich schade. Ah, guck mal, Clear the Launch Patch. Ah, wir können noch unseren K1 hier einsammeln. Und dafür bekommen wir nochmal 14,3 Punkte. Das ist gut. Okay, sehr gut. Weiter. Fertig. Autosave Chip K1. Gibt es da kein. Achso, da hätte ich eine Beschreibung einfügen müssen. Chebedaya hat ja seine Punkte gesammelt, das ist doch schön. Und wir müssen halt diesen M16 Parachute testen. Ich glaube, das machen wir diese Folge noch. Ist doch der, oder? Ah, Moment mal, jetzt können wir eine weitere Mission mit dazu nehmen. Dafür haben wir 425 Tage Zeit.
und RT5 Lia Solid Fuel Booster. Dafür haben wir ein Jahr Zeit. Alles klar. Gut, machen wir das mal kurz. Ja, den müssen wir testen. Wir müssen den Parachute testen. Also gibt es keinen weiteren Grund, hier K1 umzubauen. Gehen wir mal zur Startrampe, holen uns noch ein paar Forschungspunkte. Und gut ist. Diesmal aktivieren wir SAS direkt vor dem Start. Und dann würde ich mal... Dann würde ich mal sagen, go. Und jetzt startet er schon wieder zuerst. Das ist doch unmöglich. Ja klar, stabilisier dich. Hallo. Das liegt am Fallschirm. Ich frage mich, wie es möglich ist, dass der Fallschirm nicht startet. Ich glaube, ich werde es jetzt erst einmal bei dieser ersten Folge behalten. Oh. Wir hätten 36.000 bis 45.000 Meter hochgehen müssen. Nee, K1 ist dafür einfach zu schwach. Nun gut, wenn ich einen Tipp von euch ja gerne hätte, wäre es gut zu wissen, wie man den Parachute so einstellt, dass er beim Starten nicht direkt zündet. Brauche ich da eventuell einen Decoupler oder so? Einen Decoupler am Fallschirm natürlich. Da falle ich wie ein Stein zu Boden. Moment, können wir noch ein paar Forschungspunkte sammeln? Ja doch, ein paar gibt's noch. Jebediah, gib mir mal bitte noch einen Crew-Report. Leider keine neuen Erkenntnisse. Ja. Hat es uns irgendwas gebracht? Wir werden gleich sehen. Also wenn ich einen Tipp brauche, dann geht es darum, wie ich den Fallschirm besser einstellen kann. Dass er nicht direkt beim Start hochgeht. Anscheinend ist die K1 bereits eingesammelt worden. Wir könnten hier für 50.000 unsere Startrampe upgraden, sollten wir aber definitiv machen. Damit können wir nämlich größere Raketen bauen, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Jo, und ich würde mal sagen, die zwei Quests, die wir aktuell offen haben, gehen wir dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.